Hallo und herzlich willkommen zurück mal Tom Raider 2015. Wir in der letzten Folge haben wir diese Map auf 100% durchgerockt. Yeah! Wenn wir sind die obergeilsten, obercoolsten Checker. Wir sind die voll obergeilen, Oberbrotbäcker. So. In dieser Folge laufen wir hinter, weil das andere ist ja kein Schnellreiseportal. Also müssen wir hin. Wir haben 500 zur Verfügung. Wir sparen. Spanien noch weiter, das ist der Küstenwald. Ein beklüpptes Ding fehlt, da habe ich jetzt gerade keinen Bock, brauchen wir schon öfters. Bergtempel 100%, Bergdorf nur 82%, was fehlt uns noch? Ein Erleuchtete, zwei Eier, vier Geocaches, ein Relikt, ein Dokument. Basis ist fertig, Bergbasis nicht fertig, Basis Außenbereich auch noch nicht fertig. Gehen wir mal zur Bergbasis und machen die mal fertig. Weil das sind jetzt kleinere Bereiche, die sollten ja relativ zügig gehen. Wie dann die Küstenbereich, der Küstenstreif und sowas. Die sind dann ein bisschen aufwendiger. Die dauern ein bisschen länger. Gut, was fehlt uns hier noch? Recht viele Ungläubige fehlen uns hier. Ernsthaft, uns fehlen nur Ungläubige? Ja. Okay, was war ungläubig? Ich glaube, alles verfackeln, ne? Yep, transparent zerstört. Gut, da ist das transparent zerstört. Ist die Frage, ob hier noch eins ist. Da, 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 da. Da ist eins. Sehr gut. Dann weiter. Wo könnte das letzte Transparenz sein? Hier nicht. Gut. Hier brennt alles. Aber das Transparente ist ja nicht. Gut, hier kommen wir nicht raus. Gut, dann ist die Tür hier wieder raus. Noch zwei Transparente fehlen aber noch. Hier ist keins. Gut. Da ist eins. Frage, wo ist das letzte Transparent? Transparent. Das ist schon alles offen. Schade. Jetzt hätten wir noch ein paar so gute Sachen sammeln können. Okay, hier sind wir reingekommen, aber ich schätze mal, hier ist kein Transparent noch. Nee. Ja, hier sind die Bergbasis, sind wir reingekommen, dann sind wir hier rausgekommen. Gut. Dadurch wieder, Lara. Ist aber kein Transparent, auf jeden Fall nicht. Schade. Hätte der sein können. Ist keins. Ist auch keins. Okay. War ja jetzt, das haben wir, glaube ich, das ist das erste, was wir vernichtet haben. Wenn auch hier umgucken, hier hängt auch keins. Hängt vielleicht wirklich eins in diesem Raum? Ja. Nicht so aus, das würde hier eins hängen. Nein. Da hängt ja eins drinne. Och nö. Wie geht jetzt hier schon die Suche nach dem Heiligen Gral? Fuck. Hier haben wir ja auch eins vernichtet gerade. Hier kommen wir auch nicht mehr raus. Also nicht mehr weiter insgesamt.
Das ist eine sehr gute Frage, wo dann das letzte Transparent ist, was wir vernichten sollen. Gut, nehmen wir das hier. Ungläubige Herausforderung gemeistert. Jawohl, ja. Dummliche Erfahrung. Und hier rüber. Aua. Ein bisschen mit den Knien aufgeschlanzt. Ist ja nicht weiter schlimm. Jetzt können wir uns noch direkt den Basisaußenbereich. War es der Basis? Nee, der Basis. Der andere da. So, ich würde gerne reisen. Und zwar. Waren wir hier? Wir wollen aber Basisaußenbereich. Genau, da wollen wir jetzt hin. Und wollen uns da mal umgucken, was wir da so finden können. Was ist los mit dir? Nichts ist los mit mir. Ich bin einfach nur verrückt. Das Tagebuch. Haben wir uns das nicht durchgelesen? Ernsthaft nicht? 10. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Matthias hat angefangen, Hinweise darauf zu entdecken, was es mit diesem Ort wirklich auf sich hat. Was war sein Plan? Aber echt, wie konnten wir das Ding übersehen? Das ist ein bisschen traurig. Die Schatzkarte liegt irgendwo in der Mitte. Okay, dann fahren wir hier runter. Scheint nichts zu sein. Nein. Hier runter. Hier geht's hoch. Aber hier waren wir schon. Hier steht nichts auf. Okay, hier waren wir schon. Okay, hier geht's nicht hoch, oder? Hallo? Danke, Lara. Ah, aber hier kommen wir jetzt hoch. Oder nicht? Erfahrung und das ein Tagebuch. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Matthias ist ein wahrhaft böser Mensch. Beiläufig er über Gewalt und das Töten spricht. Das ist verrückt. Okay. Was fehlt jetzt hier noch auf der Mappe? Also die Karte auf jeden Fall. Und ein Geocache. Okay, ja, den Geocache haben wir ja bald gefunden. Die Karte ist... ja. Ich? Le Mappe? Le Mappe wird doch hier angezeigt. Wo ist Le Mappe da oben? Ja, Le Mappe ist, glaube ich, da oben. Ah, da müssen wir mal rumlaufen zur Lippen ab. Schade. Dann nochmal hier durchflitzen, dann haben wir das Ding aber auf, gleich auf 100% hochgedüppelt. Und sagen, dann gehen wir zum... hier, Wald. Nee, nicht Wald, Schifffriedhof Wrack. Schifffriedhof Wrack. Was? Ui. Da ist er doch. Doof. So, Bergbasis aktualisiert. Geocache ist am Eingang. Okay.
einen Geocache haben wir mal. Aua, haben wir mal Eingang übersehen. Das ist. Danke. Sehr gut. Dass wir so ultra doof sind. Also nicht ihr, sondern ich mehr so ultra doof. Da hängt er. Ist einfach nicht aufgepasst. Und 100%. 82% insgesamt abgeschlossen, das Spiel. Sehr gut. Die 100%, die knacken wir noch, lass uns knacken, Los knacken, Alter. Los knacken, Alter. Ja, ja, los knacken, Alter. Komm mal hier von zufällig an das Seil ran, was... Nee. Gut. Und an das kommen wir nicht ran, was uns nach oben bringt. Gut, da müssen wir zu... Fuß, also Perpetus da hochlaufen. Schade. Wäre nett gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten müssen. Aber wir müssen es machen müssen. Schade, nee. So, um die Ecke nun und nach oben hier flieht. Stimmt, wir müssen ja ganz nach oben. Und Schnellreise. Hier brauchen wir nicht mehr viel. Also hier müssen wir nochmal hin, da müssen wir nicht mehr hin. Hier müssen wir echt noch viel machen im Bergdorf. Zugang Basis nicht, Bergbasis, Basis Außenbereich nicht, Barackenstadt auch nicht mehr. Geothermale Tavernen müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Bergwald müssen wir nochmal hin. Und Strand mit Schiffswracks. Und Forschungsbasis auch. Okay. Dann haben wir ja noch einiges zu tun, ne? Ja, ja, nee, da haben wir noch einiges zu tun. So, ja, jo, nee, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Ich glaube, wir haben ja auch alle Karten, nicht wahr? Ja, Geocaches fehlen. Oh, viele Geocaches. Ach, die sind alle mit hier hin. Ach, da, Bunker an Klippe gibt es gar keinen Punkt, da müssen wir manuell hinreißen. Muss man mal merken, dass wir da manuell hinreißen müssten. Wir müssen hier auf jeden Fall noch Minen jagen. Das ist ein Stein, oder? Was ich jetzt nicht geschossen habe, wie ein Blöder. Ja, das ist ein Stein. Hier liegt auf jeden Fall ein Geocache. Keine Ahnung, wie wir den die ganze Zeit übersehen konnten, aber hey. Das ist doof. Also, ich bin doof. Vor allen Dingen ich. Mehr ihr als ich, natürlich. Jetzt genau den Blick schweifen lassen. Ich sehe keine Mine. Ich sehe ernsthaft keine Mine. Die hat mir einen entdeckt. Die war ja ganz weit da draußen. Da. Okay. Ich glaube, dafür müssen wir ein bisschen weiter raus, hoch. Okay. Verdammt, es geht ja Spaß mit den Minen hier los. Die so weit draußen schwimmen, ist das, für das ein Spaß zu finden. Aber von hier müssten wir sie eigentlich treffen können. Genau. Also. Und hier das reingehakt und dann haben wir das auch geschafft. So, jetzt müssen wir den ganzen langen Weg zurückgehen natürlich. Das ist doof. Aber was wollen wir machen? Wir müssen ja. Wir müssen es ja. Oh. Oder wir sterben einfach. Das war auch die. Das war natürlich. Nein, wir waren nicht der schnellere Weg. Das wäre überraschend, wenn man damit quasi gerade schneller wieder am Strand wäre. Ach, stimmt, wir sind ja auch mit außen rum. Okay. Hup, hup, hup. So. Und nochmal den ganzen Spaß, wenn wir unter Wasser. Aber zumindest haben wir die Todessequenz mal gesehen. Deswegen, ich wollte einfach euch nochmal die Top-Todes-Animation zeigen.
Naja, ja, natürlich. Es ist nicht so, dass ich einfach nur inkompetent doof bin. Eigentlich schon. Eigentlich bin ich inkompetent doof. So, jetzt sind wir gleich unten wieder. Sumatra! Okay, dann kommen wir hier aus dem Wasser raus. Ich jetzt mal. Die andere wird irgendwo mit hier hinten rumtreiben, in dem Bereich. Weil da waren jetzt zwei auf einem Haufen. Hier hatten wir ja schon welchen. Und ich sehe nichts leuchten. Verdammt. Verdammte Scheiße. So. Und hier hoch. Uah. Okay, ich dachte, wir rutschen. Okay, aber wir rutschen nicht. Crap. Crap. Da. Das war's. Wir sind Minenräumer-Jäger-Kommando. Ist denn das Minenräumer-Kommando? Ist denn das Minenräumer-Kommando? Hier ist noch ein Geocache und ein Trophäe ist hier noch versteckt. Der Geocache, setze ich mal wieder das Spiel, ist hier oben irgendwo und die. Hier geht's noch hoch. Herzlichen Dank auch. Okay, dann hier hoch. Da ist bestimmt hier oben der Geocache drauf, würde ich sagen. Yep, Geocache. Jetzt gucken, wo die Reliquie ist. Aua! Geht's aber nicht. Haben wir doch schon eine Reliquie. Muss die weiter oben sein. Weil da unten geht ja nicht, weil da unten ist nichts mehr. Da ist das Schiff zu Ende. Verdammt! Lara, spring doch hoch! Entschuldigung, wollte ich nicht. Wir sind aber oben wieder. Wir vergessen immer irgendwelche Abzweige und bevor wir weiterlaufen, um uns immer umzugucken. Wo sind die ganzen Kinder hin? Noch ein Name, vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Coco scheint es nichts mehr zu geben. Und wir haben hier noch exorbitant viel auf dem Bereich zu sammeln. Aber ich würde fast sagen, wir gehen jetzt zurück. Ich beende damit die Folge und die fette Aufnahmesession für heute und... Aua. Und dann gehen wir in der nächsten Folge dann, da wir jetzt zwei Folgen umgedahlt haben, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir dann in der nächsten Folge mit dem Schiff nach oben und stellen uns den letzten Gefecht mit Feis und beenden dann das Spiel und dann werden wir uns danach nochmal den 100% widmen. Das wird Spaß, aber vorher würde ich sagen, wir können ja gucken, was wir uns leisten können. Das was können wir uns ja leisten bestimmt, oder? Explosive Pfeile nicht. Aber brauchen wir nicht unbedingt. Trommelmagazin. Oh, wäre glaube ich sehr gut, wenn wir in den Nahkampf kommen. Oh ja, das können wir uns auch leisten. Das ist sehr gut, wenn wir uns das Trommelmagazin leisten können. Damit haben wir auch die Schrotflinte 100%. Damit fehlt noch der Bogen mit 650. ...1650 fehlen, also noch 1500 Bergungsgut fehlen und... Ja, das ist jetzt nicht die Welt, ne? Oh, das ist ganz schön viel. Also... Da müssen wir echt noch ganz schön viel sammeln, bis wir das haben.
bis wir das haben, werden wir noch alt werden und mutig. Also bis dahin würde ich sagen, ne? Kommentiert, Favorit und teilt für euer Leben gern. Teilt für euer Leben, teilt für euer Leben gern. Das war die 36. Folge Tomb Raider. Danke fürs Reinschalten, ihr kleinen Krüppelgesichter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.